Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir starten hier wieder an der Grenzstation, irgendwo im Nirgendwo. Und ich würde sagen, wir machen uns gleich mal weiter, denn wir wollen ja nicht allzu viel Zeit verlieren. Wir sind ja jetzt schon im dritten Part hier von diesem Auftrag und haben noch ein ganz schönes Stück vor uns. Ich frage mich gerade, warum die Verspätungsmusik läuft. War noch 26 Stunden, 30 Minuten und habe noch 57 Stunden Zeit. Fragezeichen, 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 warum? Nervt. Nur ein bisschen, aber okay. Was soll's? Vielleicht liegt es daran, dass ich eben nicht auf den Server drauf kam. Das wäre denkbar. Hat sich die ganze Zeit diese nervige Musik da und das. Oh Gott. Was war das gerade für ein Lag? Ach, Leute geladen. Moin. Hat er jetzt kapiert, dass wir noch genug Zeit haben? Nein, sie kommt wieder. Ey. Was ist denn das für eine Verarsche? Was macht der Kollege hier vor uns? Kollege, was machen Sie da? So. Habe ich noch immer noch. Warum? Es ergibt einfach keinen Sinn, dass diese Musik die ganze Zeit läuft. Und man kann sie ja leider nicht ausstellen, wenn ich das richtig weiß. Ich werde gleich nach dem Part mal gucken, ob ich es ausstellen kann. Weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit dieses Gedudel zu haben, ey. Das regt ja auf. Ohne Ende. Da. Aber zu gut. Wenn man denn hierfür Metall. Nee, Metall sage ich schon. Betonsäulen als Abgrenzung. Bestimmt Hochsicherheitsmauer, ja. Kommt bestimmt kein LKW durch. Nee, nee, nee. Wenn da so ein LKW gegenfährt, fährt er bestimmt einfach drüber. Der Fahrer, der eben vor uns war, der scheint 90 zu fahren und zieht uns deswegen so übelst ab. Weiß er auch nicht. Bei der 80 fahren, hätte der uns nie im Leben so abgezogen. Ja, was das gerade war, ist auch eine gute Frage gewesen. 0,0 Meter entfernt, ja. Ist auf jeden Fall gut. Weil es so gut möglich ist. Dann stand er irgendwie auf uns. Nein, dann war er auch schon wieder von uns entfernt. Er war genau in uns, ja. Das wird logisch sein. Schicke Brücke. Eine Windhose hier. Heißt das Windhose? Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Windhose ist ja eigentlich so eine Art Tornado. Ein kleinerer, schwächerer. Ja. Dabei man sieht, in welche Richtung der Wind geht, auf jeden Fall. Wie man die Dinger heißen. Sie sind cool. Und es ist auch gerade ordentlich wieder Verkehr hier. Also für Multiplayer ordentlich. Man muss ja aber davon ausgehen, es passen auf diesen Server, glaube ich, 2500 Leute. Da ist es nicht normal, dass da irgendwie einem die ganze Zeit Leute entgegenkommen. Weil normalerweise ist das aber nicht voll. Da sind normalerweise so 1500 drauf. Er ist gerade voll. Ich hatte eben so, naja, 3-4 Minuten Wartezeit, bis ich endlich auf den Server connected wurde, connecten konnte. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Denn, naja, Server voll und da muss ich warten, bis Leute runtergehen. Bin ich ja zu lange in der Warteschlange. Und wenn die Warteschlange zu lang ist, wird er irgendwann auch angezeigt, Spiel neu starten. Weil es wieder hinten angestellt. Ist immer super toll. Aber ich bin gerade einfach drauf gekommen beim ersten Anlauf. Auch ganz gut. Hier ist doch wieder der uns eben so aufgezogen hat. War da vorne eben im Sichtfeld. Nein, nicht gegen die Leitplanke fahren. Oh Gott. So.
Brauche ich gar nicht nach links gucken. Rein aus Prinzip machen wir es aber einfach mal. Schön hier rumfahren. Perfekt. Unser LKW klingt nicht mehr ganz so gesund. Sollte man eventuell dann mal reparieren. Aber noch fährt er ja so. Hat kein rotes Display oder ähnliches. Und der hat ja auch keine Motorfehlfunktion. Das ist halt einfach nur der Schaden, die Schadensgeräusche. Hält sich ja noch als in Grenzen hier. So, rollen lassen. Ich darf jetzt zu schnell werden. Wir fahren nämlich schon schnell. Also wäre ich jetzt auf Gas gewesen, wäre wir noch schneller geworden. Deswegen meine ich rollen lassen. Ist mir klar, dass ich, wenn ich rolle, schneller werde. Perfekt. Ups. War ein bisschen im Gegenverkehr. Ist ja nicht so schlimm. Vor allem fahre ich auch gerade nicht 90 oder so. Nein. Alles eine optische Täuschung. Wir müssen nur von einem anderen Winkel drauf gucken. Dann fahren wir schon 70. Seht ihr? Funktioniert. Interessante Laternen, muss ich ja mal sagen, so an der Kreuzung, so steht einfach mal so ein, ja, ich sag jetzt mal Gittergerüst mit einer Lampe dran. Gut, was sind sonst die Laternen? Eigentlich ein Metallrohr mit einer Lampe dran, ne? So gesehen, gut. Ja. Wieder mal ordentlich Verkehr hier. Wieder ein Raikön-Fan. Was haben diese Raikön-Fans? Hm. Ist mir eigentlich recht egal, wie die Leute heißen, aber das fällt auf, wenn da so ein Formel-1-Name irgendwie rumfährt. Da guckt man dann schon mal eher hin. 50 wegen angeblich einer Ortschaft. Wo auch immer wir gerade sind. Haben wir einfach 50. Ja, so einen kleinen Plus. Aha. Und ein Kamerasymbol. Wir werden jetzt also überwacht. Schick. Zebrastreifen, auch nicht schlecht. Da stand gerade eine Blitzersäule, kann das sein? Ich glaube, das war gerade ein Blitzer. Also ein Blitzerschild. Interessant. Und jetzt dürfen wir wieder 70 fahren. Kleiner Ort, nicht auf der Karte von uns erfasst. Auch nicht schlecht. So. Mal ein bisschen mit Fernlichtung cruisen. Weiß nicht, man sieht das zurzeit noch ziemlich schlecht. Die Leitpfosten reflektieren das Licht auch. Also diese Punkte, die hier dran sind. Im Schwarzen ist ja immer dieser weiße Punkt, das weiße Katzenauge. Das reflektiert jetzt auch. Fällt mir jetzt zumindest auf. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war, aber ich glaube nicht. Zumindest dann nicht so stark. Wenn es jetzt dunkler wird, kann man das besser sehen. Hier ist eine Baustelle. Das ist geil gemacht. Da ist nicht irgendwie so diese, ja, ich sag mal, Absperrung mit diesen, ja, durchsichtigen Kreuzen oder sowas eben. Sondern da haben sie einfach einen Bagger hingeklatscht, etwas gesagt, hingestellt. Und eine Betonmauer hingemacht. So nach dem Motto, hier ist eine Baustelle, hier kannst du nicht langfahren. Gut ist. Das ist eigentlich nicht gerade doof. Hätten sie mal überall machen sollen. Das wäre irgendwie besser gewesen. Aber komm. Gibt immer so ein paar Punkte, die man noch verbessern kann. Irgendwas muss. Irgendwas muss man ja auch verbessern. Verbessern hilft auch, nicht die Hand von seinem Fahrer zu ziehen. War ja schon wieder sonst so am Arsch der Welt rum. So. Kilometer lang geradeaus fahren, so nach der Richtung, wie das auf dem Navi aussieht, und dann geht's links. Dann kommt irgendwie eine Kreuzung. Bin mal gespannt, was da ist. Was ein Ort ist. Hm, wir werden es gleich sehen. Ah, diese Musik, ne? Gleich ein Anfall mit dieser Musik. Junge, Junge, Junge. Ist ja nicht normal mit der Musik. So, wo sind wir hier? Wir sind hier auf jeden Fall am Abbremsen. Haha, kennt es auf die hier. Hier müssen wir reinfahren. Laut Navi.
Das hier ein Industriegebiet sein. Vom Aussehen. Ah, 50 war ich eh schon. Okay. Ja, also ein Ortseingangsschild habe ich hier bis jetzt noch nicht gesehen. Deswegen weiß ich gerade nicht so ganz, was das hier ist. Oh, was? War das hier richtig? Lol. Das ist jetzt eine Straße. Ich dachte, das wäre so ein Feldweg, wo man gar nicht reinfahren kann. Ja, gut. Geile Straße. Hoffentlich ist das eine Einbahnstraße. Wenn hier jetzt einer entgegenkommen würde, das wäre ziemlich eng. Wieso fahren wir durchs Feld? Das ist ein Feldweg. Ja, gut. Wenn er kommt, wir sind im falschen Gang und der LKW abgewürgt. Oh, jetzt können wir fahren. Oh, da kam ja einer. Uiuiui. Oh, Gas geben. Na, oder auch nicht. Ja, gut. Schieben sie schon quasi, weil der eine so lahm fährt. Der wird jetzt überholen. Ah, oh, denke schon. Hier 70, ich fahr schon wieder 80. Erst aufs Navi gucken, dann Gas geben. Das muss ich erst noch lernen. Nee, also, manchmal ist es einfach so, man steht dann so auf dem Gas, denkt sich so, bin eh noch längst nicht beim Tempo, guckt dann so auf den Tacho und dann so, oh, verdammt. Das war jetzt aber ein bisschen schneller. Ah, dann ist es aber schon zu spät. Wenn dann auch gerade in dem Moment Blitzer steht, das ist immer so das Glück. Oder meistens, sagen wir mal, meistens nicht immer. Da steht dann auf einmal da so ein Blitzer. Und du denkst dir so, ja, scheiße, ne? Wir fahren über einen größeren Fluss. Oder vielleicht ist es auch ein See. Könnte auch sein. So von der Größe her, wie es sich ausbreitet. Moin. Ah, nee. Ich glaube, ich auch gerade, was ich hier manchmal mache, so einfach mal runterschalten in Zehnten grundlos. Ist dann immer so die Frage, was hat das für einen Sinn? Okay. Hier mal wieder eine Kreuzung, die ins Nichts führt. Ah, doch, zu einer kleinen Wohnsiedlung, die im Nichts liegt. Das stimmt auf jeden Fall. Und wir fahren 80, obwohl hier 70 ist. Wow. Und. Naja, eher guten Abend, ne? No? 90. Ja, schön. Ich darf nicht 90 fahren. Das macht mich traurig. Bin schon lange nicht mehr Vollgas mit meinem LKW gefahren. Okay. Diese Wälder hier sind auch voll cool gemacht mit diesen Bäumen. Also sie haben sich hier schon echt Gedanken gemacht, die Landschaft wieder gut zu gestalten, wie sie ja schon immer war, aber haben ja natürlich nochmal mehr darauf geachtet. Hier, das Feld ist ein bisschen kahl, muss ich jetzt mal sagen. Könnte aber auch an meinen Grafikeinstellungen liegen. Weiß nicht, ich habe da ein paar Sachen umgestellt, damit das Spiel ein bisschen ruckelfreier läuft. Jetzt läuft es ja auch ruckelfrei. Zumindest weitestgehend. Und ja. Ich muss ich da halt bei der Grafik ein bisschen was runterdrehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur im Multiplayer liegt oder auch am Einzelspieler. Habe ja noch kein Einzelspieler gespielt, seitdem ich das neue Add-on habe. Deswegen muss ich da mal gucken. Aber meine CPU-Auslastung vom PC ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Die ist nicht mehr halb ausgeschlagen, hätte ich fast gesagt. Also wir sind noch unter 50%. Und die schwankt auch nicht stark oder so, sondern die ist ziemlich konstant auf demselben Wert sogar. Deswegen, ich verstehe nicht so ganz, warum ich mit den Grafikoptionen so nicht mehr klarkomme bei ETS. Und ich habe mich gerade verschaltet. Schön. Ich mag diese Musik nicht. Ganz ohne Spaß. Wäre es gut, wenn hier mal Parkplatz kommen könnte, dass ich mal gucken kann, wegen den Einstellungen.
und das ausstellen kann. Oder ob ich Leute connecten muss zum Multiplayer. Das wäre blöd. Aber was werden wir machen? Ich glaube, ich packe jetzt erstmal hier auf dem Standstreifen ab. So. Okay, Leute. Das nächste Mal geht es hier an der Stelle natürlich weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Ich schlage jetzt mal mein Mikrofon fast hier um. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge nächste Woche wieder oder zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf dem Kanal. Ciao.